Hi und herzlich willkommen zu der Folge von Sasse, und ich habe sie gerade umgestylt. Ihr seht neues Make-up, neue Haare, also dieses Mal die gleichen Haare wie früher, nur in Pink und ein bisschen schwarz, weil das am billigsten war. Und die Haare habe ich mir ausgesucht, weil ich hätte auch vielleicht offene genommen, aber ich war gerade in dem Friseur und wollte jetzt nicht in den anderen gehen, und ich fand den auch schön. Und die anderen Haare, die gelben, wollte ich eigentlich nehmen, aber die waren viel zu teuer, weil jetzt habe ich gerade nur noch 179 Starcoins, weil ich wechsle jeden Monat. Und ja, Donald hat uns was zu sagen. Der Don. Wie habe ich ihn früher genannt? Donald Duck. Nee, Donald. 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 Okay, gut, Donald. Was haben Sie zu sagen, Donald? Donald. Die Sage von Jalasko Kerr. Das habe ich vor ein paar Tagen fertig gelesen. Es ist ewig in der hintersten Ecke meines Bücherregals gelegen, bis ich es vor ein paar Tagen gefunden habe. Tolles Buch. Ob du es dir ausleihen kannst? Leider habe ich es nicht mehr, Anna. Ich habe das Check gegeben, als er gestern hier vorbeikam. Er war auf dem Weg zur Koppelinsel und hat mir versprochen, es Dorif zu geben, wenn er schon dort ist. Wenn Dorif das Buch nicht hat, ist es wohl das Beste, wenn du zu Check fragst, wo es ist. Mach's gut. Einstweilen. Oh Mann, der Jack mal wieder. Und ich weiß gerade gar nicht, wie denn die Folge schon geht. Warum kriege ich nicht auf die Uhr? Okay. Ein Ausland. Okay, das hat sich creepy angehört. Okay, Jack. Hallöchen, wie kann ich dir helfen? Die Sage von Jalas Rückkehr, das alte Buch habe ich nicht mehr. Das war super langweilig, nur Text, keine Bilder. Ich habe es schon gegeben, sie mag solche Fadensachen. Frage sie, wir hören uns, Anna. Aber wir sind ja schon bei dem L fast. Okay, Leute, wegen der Kidnapper-Challenge von Sims 3, ich werde wahrscheinlich aufhören, habe ich auch in Sims gestern gesagt, in Sims 4. Weil, also ich werde sie wahrscheinlich beenden, dass die Frau herausfindet, dass er gekidnappt hat in der letzten Folge, die finale Folge dann. Und ja, erstmal kurz lesen, dann erzähle ich euch weiter, warum. Guten Tag, Anna. Die Sage von Jalas Rückkehr, das Buch kenne ich nicht. Okay. Die Sage von Jalas Rückkehr, soll Jack mir das gegeben haben? Nein, das hat er wirklich nicht. Da bin ich ganz sicher. Das hört sich gerade nicht nach meinem Typ Literatur an. Du musst wohl meinen Bruder nochmals nach dem Buch fragen. Ja. Und jetzt sage ich euch schnell noch warum. Weil mich das gerade, weil mich diese Challenge macht mir nicht so viel Spaß. Und ja, ich werde wahrscheinlich mit einem anderen Projekt ab Mai bzw. Juni anfangen. Es wird dann ein Projekt auch auf dem PC, weil ich nicht weiß, ob man auf der PS aufnimmt. Ja, es wird dann aber jetzt nicht so was wie Star Sailor Sims. Es wird ein Story-Spiel, also es wie, also schon wie Star Sailor Story-Spiel, aber halt nicht, wo du mit einem Pferd reitest, wo du mit einer Person läufst, wahrscheinlich, vielleicht mal kurz reitest oder so. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und ich habe schon 4 Spiele in meiner Vorstellung, und eins von denen werde ich mir holen, wahrscheinlich auch 2. Und eins von denen werde ich vielleicht aufnehmen. Vielleicht aufnehmen, halt so vielleicht. Peace. Peace. Ja, okay. Und ja, was hat Check uns jetzt zu sagen? Hallöchen, wie ist es mit dir gelaufen? Hast du das langweilige Buch von ihr bekommen? Sie hat es gesagt, dass ich es ihr nicht gegeben habe. Was? Sie lügt. Ach, dass sie immer sagt, dass ich im Unrecht bin, oder? Vielleicht habe ich es auch Mrs. Drake gegeben. Ja, so war es wohl. Sie sind so ähnlich, dass man sie fast nicht auseinanderhalten kann. Die beiden. Steif, langweilig, hässliche Kleider, null Humor. Warum ich das Buch Mrs. Drake gegeben habe? Tja, ich habe es wohl verloren, und sie hat es aufgehoben, bevor ich es tun konnte. Dann hat sie sich geweigert, es mir zurückzugeben, obwohl ich ge ihr gesagt habe, dass es meins ist. Sie ist wirklich gemein, Anna. Ich habe fast zu weinen angefangen. Sie hat so fiese Dinge gesagt. Du darfst das niemandem sagen, versprich es, Anna. Aber du musst wohl mit Mrs. Drake reden, wenn du das Buch zurückhaben willst. Ich traue mich nicht. Okay. Mrs. Drake kennt uns ja, da wir ihr ja geholfen haben, ein bisschen mit der GED. Ich mache die Dailies auch noch manchmal. Heute habe ich sie jetzt noch nicht erledigt und werde sie auch heute nicht erledigen. Die werde ich an irgendwann anders mal machen, wenn ich Lust und Zeit dazu habe. Weil wenn ich hier aufgenommen habe, dann muss ich erstmal auf und was anderes machen. Ich habe so viel zu tun, weil ich mag mir ein Demo von einem Spiel runterladen. Ja, okay, Frederick. Der elende Buchdieb. Anna, was willst du? Die Sage von Jalas Rückkehr? Ja, das habe ich. Hat Jack gesagt, dass ich es ihm weggenommen habe? Ha. Hat er einen Beweis? Eben, habe ich mir ja gedacht. Ob du es nicht haben kannst? Ha, warum soll ich es dir geben? Nicht, dass ich das uralte Buch jemals lesen würde, aber ich finde es sehr schön, dass du hier stehst und mich so darum bittest. Wenn du es wirklich haben willst, weißt du, was du machen musst. Geh auf die Knie und bitte mich darum. Du sollst Mrs. Drake wirklich niemals um etwas bitten, schon gar nicht auf den Knien. Vielleicht fällt dir was anderes ein.
Wir müssen absteigen, wirklich auf die Knie gehen, im Ernst. Ihr seid ja verrückt. Du bist vor dir auf die Knie hingefallen. Du bist auf... Ja, okay, ich bin hingefallen oder wie auch immer. Okay. Wenn ich etwas verachte, dann sind das Leute, die um etwas bitten. Du wirst das Buch niemals bekommen, Anna. Du bist eine wirklich eine schwache Person. Das gefällt mir. Genauso wie ich Katzenbabys hasse, gefällt mir das hier. Yes. Geht es mir richtig gut. Warum ich Katzenbabys hasse, diese witterlichen kleinen Biester, scharfe Krallen, spitze Zähne und Augen, die mir bis ins tiefste Innere meine schwarze Seele blicken. Pfui, Teufel. Was auch immer du machst, wehe, du lässt ein Katzenbaby in meiner Nähe. Verschwinde nun. Du solltest vielleicht nachsehen, ob du nicht ein Katzenbaby bei Amelia im Tiergeschäft leihen kannst. Das ist eine sehr gute Idee. Ne, Dreamy, das ist eine gute Idee. Und nach der Folge werde ich dann auf Melone wechseln. Und Melone kriegt dann auch eine neue Frisur. Verpasst. Oder war ich auf Melone, bevor ich sie gekauft habe? Nee, ich glaube nicht. Melone war ich noch nicht. Okay, Amelia, was hast du denn uns zu sagen? Hallo, du bist ein Katzenbabylein? Ist doch klar, dass du den Katzenbabylein kennst, Anna. Du kannst doch so gut mit Tieren umgehen. Hier hast du mein süßestes, knuddeligstes Katzenbaby. Smile McHappy heißt es. Schau nur, wie lieb es ist. Niemand kann diesem kleinen Charmbolzen widerstehen. Ja. Okay, jetzt werden wir heute vor Drake gehen und das Katzenbaby vor ihre Füße setzen. Und mit pinken Haaren sehe ich so anders aus, Leute. Aber es ist mal schön pinke Haare drauf. Also ich hatte, glaube ich, offen schon mal pinke Haare, aber mit einem Zopf sieht es so ungewohnt aus. Aber das wird ja. Das wird. Nimm das weg! Liebste Anna, du kannst haben, was auch immer du willst, aber ich bitte dich auf Knien, nimm dieses schreckliche Katzenbaby weg. Hier ist das Buch, du wolltest es. Nimm es. Uah. Nimm das Katzenbaby jetzt weg, bitte. Oh, danke, Anna. Puh. Anna, das war das furchtbarste, ekelhafteste, schaurigste und gemeinste Streich, der mir jemals gespielt wurde. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Du wirst eine großartige Karriere bei der GED haben, wenn du so weitermachst. Aber solltest du noch einmal so etwas mit mir machen, dann bekommst du es mit mir zu tun. Nimm das Buch und hau ab. Okay. Ciao, ciao, Frau Drake. Wir werden sie niemals vergessen, dass wir sie hassen. Ach so. Ja, nein, wir haben gesagt, wir lieben Frau Drake. Mhm. Also mich zu Armenia, dass wir ihr jetzt schnell sagen können, nein, wir können hier nicht spielen, das ist aber schade, dass wir jetzt schnell das Katzenbaby zurückgeben können. Oh, es wäre cool, wenn man bei dieser Quest das Katzenbaby behalten könnte. Ja, Star Stable, ne? Überleg mal. Hallo Anna, schau, wie glücklich Smiley Happy aussieht. Er mag dich. Hat er alle deine Freunde und Finger gewickelt? So süß. Komm nun mal, sag auf Wiedersehen zu Anna. Okay, Leute. Es tut mir so leid, aber... Muss ich jetzt hier etwas machen? Wieder auf die Koppelinsel. Tschüss, Anna. Was hast du da eigentlich für ein Buch? Die Sage von der das Rückkehr. Das war so gut. Unglaublich spannend. Oh, ich erinnere mich, wie Lord Conrad sagte, dass er John Jars Papa ist. Da hat es mich direkt vom Stuhl gehauen. Oder als John das Häschers Halsband in die Lava des Garn-Vulkans geschleudert hat. Wie arg, was das bitte? Du hast es noch nicht gelesen, sagst du? Oh, entschuldige, daran hätte ich denken müssen. Nun habe ich die ganze Geschichte verraten. Das macht nichts, sagst du? Puh, danke, dass du so großherzig bist, Anna. Nimm das Buch und gib es dem, der es haben will. Mach's gut. Okay, wir gehen jetzt schnell zu der Kleinen. Hannah heißt die. Und zu der Mausi Honey. Hanna. Okay, nee, ich bin verrückt. Boom. This walk up boom. Okay, warte, was mache ich da gerade? Warum sage ich gerade this walk up boom?
Oh mein Gott, es ist Wochenende. Wochenende. Oh, und am Montag ist frei. Okay. Weil der 1. Mai ist. Warum hat man eigentlich am 1. Mai? Frage nicht am 1. April, obwohl man am 1. April einen Brillschatz macht. Puh, okay, Anna. Hast du das Buch bekommen? Wow, du bist die Beste, Anna. Vielen Dank. Du musst es sofort lesen. Wir sehen uns. Also, das wollen wir mal. John Jarl ist auf seine Heimatinsel Jorvik zurückgekehrt. Oh, wie spannend. Okay, wir werden jetzt, da ich jetzt keine Quest mehr anfange, weil es sich gerade nicht lohnt, werden wir schnell bei Lisa das Rennen machen. Weil man... Okay, nein, ich spoilere jetzt nichts über meinen zweiten Account. Das wäre so nervig, weil ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch ein Rennen, das wir auf dem Account hier noch nicht haben. Aber ich mag ja nicht spoilern. Okay, Lisa. Lisa! Ja, magst du mein Rennen machen? Ah, ich mag Lisa irgendwie. Vielleicht kriegen wir ein Highscore hin, weil ich glaube, das Rennen haben wir mit dem Pony auch bekommen, ne? Okay, wir sind so schlecht und haben direkt verkackt. Okay, gerade hat das Silver Jump angefangen. Aber ich hatte jetzt keine Lust mehr zu machen, weil ich aufnehmen wollte und ich wollte nicht mitmachen. Puh. Das ist aber ein komischer Grund, weil ich hätte jetzt auch mitmachen können und dann hätte ich jetzt die Quest nicht abschließen richtig können. Das wäre wieder nervig. Okay, ich muss dann auch nach dem Rennen direkt die Folge beenden. Also, wir werden eh, glaube ich, keinen Rekord herstellen können. Wir haben gerade noch verkackt, also werden wir auf jeden Fall keinen Rekord machen können. Aber mindestens fast eine Sekunde später wie normal. Okay, 45. Okay, und dann hier an dieser Stelle beende ich die Folge und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Bis Montag.